Hallo Leute und willkommen zurück zu Return to Mysterious Island. Ja, wir sind hier voll beim Rätseln mit dem Robo und er muss nochmal sein Rätsel, glaube ich, sagen. Wie lautet die Antwort auf dieses Rätsel, Kapitän? Der hochverehrte Lehrer des größten der Eroberer schrieb dieses alte Werk. Sie alleine kennen die Seiten, die lange als verschollen galten. Ja, aber ist damit jetzt einfach hier von ihm das gemeint? Das ist Kapitän Nemos Notiz. Das hier? Aber das können wir doch gar nicht nehmen. Ein Brief? Diese Nemo-Geschichten hier. Ist das damit vielleicht gemeint? Die Geheim. Und ich habe schon einen Fehler gemacht, obwohl ich ne. Sie gehen. Nein, ich will nicht gehen. Ich will nicht gehen. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwas anderes nehmen hier von Aristoteles und Co. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Weil die anderen Sachen kann ich nicht nehmen. Und irgendwas mit Briefen. Aber sie hat sich das doch noch gar nicht durchgelesen hier. Ach Gottchen, ja, also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier nehmen soll. Was soll ich denn nehmen? Hier ist hier hinten was bei einer Vase. Renaissance-Vase. Chinesisch, aztekisch, altägyptisch. Ich glaube, da kommt noch eine Frage, die sich darauf eher bezieht dann. Ich glaube, die Antwort, die finde ich eher hier dann. Aber was davon? Ich allein kenne die Zeilen. Aber ich habe das doch nie gelesen. Sie haben. Das ist bestimmt falsch. Das Buch aus dem Rätsel ist die Poetik des Aristoteles. Genauer gesagt eine vollständige Übersetzung einschließlich der Kapitel, die seit dem Mittelalter als verschollen galten. Aristoteles wird als Lehrer des größten der Eroberer bezeichnet, weil er der Erzieher Alexanders des Großen war. Die Antwort ist Och, richtig, Gott sei Dank. Kapitän. Gut. Hier ist das nächste Rätsel. Puh, Glück gehabt. Am Himmel glühte heiß. Der Sonne blendender Funken, ein Schiff brachte mich fort, in der Bucht von Vigo gesunken. Die Spanier stahlen mich aus meinem geweihten Land, doch nahm letztendlich Rache des Schicksals mächtige Hand. Nochmal bitte? Wie lautet die Antwort auf dieses Rätsel, Kapitän? Am Himmel glühte heiß. Der Sonne blendender Funken, ein Schiff brachte mich fort, in der Bucht von Vigo gesunken. Die Spanier stahlen mich aus meinem geweihten Land, doch nahm letztendlich Rache des Schicksals mächtige Hand. Das könnte eine Waffe sein. Und ich frage mich, welches? Also ich würde jetzt ein Schwert nehmen. Ich würde jetzt ein Schwert nehmen. Ich weiß noch nicht welches. Kann man sich die nicht nochmal genauer angucken? Ach nee, sie meinte ja, sie kann sich die Schilder nicht näher ansehen, ne? Wie laut am Himmel glühte heiß, der Sonne blendender Funken. Ein Schiff brachte mich fort, in der Bucht von Vigo gesunken. Die Spanier stahlen mich aus meinem geweihten Land, doch nahm letztendlich Rache des Schicksals mächtige Hand. Ich nehme jetzt einfach hier dieses Schwert. Sie haben noch einen Fehler gemacht. Sie sind nicht Kapitän Nemo. Sie haben hier nichts zu suchen. Ich muss Sie jetzt leider eliminieren. Bam! Spielende. Ist das bitter. Ja, das musste ja auch mal. Deaktiviere den Schiff. Ich kann. So, gut, legen wir los. Hier ist das erste. Wenn innen es milchig wird, Sterne sich bilden, dann suchen die Ängstlichen Schutz hinter Schilden. Da Gewitter bald toben, in noch stillen Gefilden. Toll, jetzt sind es auch noch andere Rätsel. Wie lautet die Antwort auf dieses Rätsel, Kapitän?
Wenn innen es milchig wird, Sterne sich bilden, dann suchen die Ängstlichen Schutz hinter Schilden. Da Gewitter bald toben, in noch stillen Gefilden. Das ist das Einzige, was hier milchig war. Sind die ollen milchigen Perlen, die nehme ich jetzt, weil ich keine Ahnung, aber es macht auch irgendwie keinen Sinn. Sie ist bestimmt voll falsch. Sie haben hier das einzige Auge dieses Geräts, starrt unverwandt in die Höhe. Es führt verirrte Schiffe nach Haus, trotz Welle und Wolke und Böe. Das ist doch ein Kompass, oder? Haben wir sowas wie einen Kompass hier? Tatsächlich, oder? Wärmesonde, Sturmglas, Sextant. Ich werde noch kirre hier. Ah, komm mal. Das machen wir mal anders hier. Wenn ich immer wieder einen Fehler mache und neue Rätsel kriege, das ist auch total doof. Deswegen lade ich mal hier die Stelle neu. So. Jetzt sind wir immer noch beim anderen Rätsel. Sie lauten der hochverehrte Lehrer. Ja. So, dann nehme ich jetzt nochmal das, was ich hier schon erraten hatte. Ich will ja nicht das, was ich eigentlich geschafft habe, schlecht machen. Ja. Sie haben das Buch. Die an ihr am Himmel glühte heiß, der Sonne blendender Funken. Ein Schiff brachte mich fort, in der Bucht von Vigo gesunken. Die Spanier stahlen mich aus meinem geweihten Land, doch nahm letztendlich Rache des Schicksals mächtige Hand. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist eine Waffe, aber ich weiß leider nicht, welche. Deswegen nehme ich diesmal das Rapier. Oder was ganz anderes. Nehme ich diesmal das Rapier und wenn das nicht... Ich probiere alle Waffen durch. Sie haben... Ja, alles klar. Tod! Tod! Alles klar, hab's kapiert. Ja, wenn es dann die Waffe nicht ist, was dann wieder? Also, bin da auch irgendwie überfragt. Sie haben das Buch. Die Abier am Himmel glühte heiß, der Sonne blendender Funken. Warte mal, aber ein Funken? Ein Funken ist doch dann eher Pistole. Sie haben. Kann das sein? Sie haben. Nee, ist auch nicht richtig. Bin ich dann völlig auf dem falschen Weg? Keine Zeit jetzt. Kann man hier das nochmal lesen? Ich kann nicht näher her. Ich kann nicht. Ich kann. Kannst du die lesen? Ich kann. Ach, ist das doof. Kannst du zu den anderen Sachen jetzt noch mehr lesen? Oder ist der immer im Weg, der Dödel? Na, toll. Die haben dich gestohlen und Das aztekische Zepter ja wohl nicht. Altägyptisch, griechisch, chinesisch, Renaissance-Vase. Eine Vase mit Funken und so, das passt doch auch gar nicht. Das passt doch hier mit einer Waffe dann viel... Also ich finde, eine Waffe passt viel besser zum Rätsel, aber ich... vielleicht habe ich auch einfach nur die... vielleicht habe ich auch einfach nur die falsche immer noch nur genommen. Ich weiß es gerade nicht. Muss ich halt ein bisschen rumprobieren, so. So, du bist ja hier. Ach so, wir müssen ja wieder Aristoteles und so. Sie. Das. Die an ihr am Himmel glühte heiß, der Sonne blendender Funken. Ein Schiff brachte mich fort, in der Bucht von Vigo gesunken. Die Spanier stahlen mich aus meinem geweihten Land, doch nahm letztendlich Rache des Schicksals mächtige Hand. Das mit dem Funken in der... und dem Himmel und so, das irritiert mich immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das halt... Das weiß ich nicht, ob das zur Waffe passt, aber es gibt ja nur die Dinge, die wir hier haben. Ich glaube, das mit der Vase kommt dann noch eher. Die Muscheln und so werden es ja wohl nicht sein. Die Perlen glaube ich auch nicht. Gibt's hier oben noch was? Nee. Muss irgendwas von hier sein. Eine Keule. Eine Hellebarde. Die waren es ja alle nicht. Das war bisher alles falsch.
gesunken und gestohlen und machen wir nochmal. Viel am Himmel glühte heiß, der Sonne blendender Funken. Ein Schiff brachte mich fort, in der Bucht von Vigo gesunken. Die Spanier stahlen mich aus meinem geweihten Land, doch nahm letztendlich Rache des Schicksals mächtige Hand. Ich habe ja keine Ahnung, was in der Bucht von Vigo gesunken ist. Klar kann das auch eine... Ich wette, das Zepter ist... Ach, die helle Bade ist es. Ich glaube nicht, dass es die helle Bade ist. Sie haben... Nee. Nee, ist es auch nicht. Das denke ich auch nicht. Ich, eher versuche ich nochmal das Zepter. Das aztekische Zepter. Vielleicht ist es das ja. Sie... Das... Sie erklärt das ja dann auch immer ganz toll. Und ich selber habe davon eigentlich gar keine Ahnung. Sie haben... Das ist das aztekische Zepter. Es wurde von den Spaniern geraubt. Tatsächlich. Und an Bord einer Galeone gebracht, die dann in der Bucht von Vigo sank. Die Antwort ist richtig. Toll. Hier ist das nächste Rätsel. Yay. Wenn innen es milchig wird, Sterne sich bilden, dann suchen die Ängstlichen Schutz hinter Schilden. Da Gewitter bald toben, in noch stillen Gefilden. Das könnte auch schon wieder vieles sein, deswegen lest es bitte nochmal vor. Wie lautet die Antwort auf dieses Rätsel, Kapitän? Wenn innen es milchig wird, Sterne sich bilden, dann suchen die Ängstlichen Schutz hinter Schilden. Da Gewitter bald toben, in noch stillen Gefilden. Wenn innen es milchig wird, Sterne... Es hört sich so ein bisschen an wie so, wenn jemand halt gerade kämpft und der Sterne vor Augen kriegt... Und bald gibt's Krieg, also dann gibt's Gewitter und Aber auf was schließt das? Auf welche Waffe genau? Und oder ist es was ganz anderes und der Gedanke ist falsch? Also ich denke, das mit der Perle hatten wir schon. Ich habe nur die falsche gewählt. Es könnte auch eine Schnecke sein. Hier gibt es aber so viele Schnecken, dass ich gar keine Ahnung hätte, welche ich nehmen soll. Einmal noch. Wie lautet die Antwort auf dieses Rätsel, Kapitän? Wenn innen es milchig wird, Sterne sich bilden, dann suchen die Ängstlichen Schutz hinter Schilden. Da Gewitter bald toben, in noch stillen Gefilden. Also das kapiere ich nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Es ist doch wieder ein Fisch. Mit den Sternen. Und da hinterm Schild nehme ich mal das Schwert. Sie haben... Sie haben... Ja. Deaktiviert. Ja, es war also wieder falsch. Keine Zeit. Das war wieder falsch. Schade, eigentlich. Schade, aber ich bin da auch gerade ein bisschen... Jetzt wird schwierig. So, nochmal das Ganze jetzt hier. Zum 100. Mal. Sie... Das... Die Ehe am Himmel. Jetzt kommt das aztekische Zepter, das wissen wir jetzt auch. Sie... Das ist... Die Ehe, wenn innen es milchig wird, Sterne sich bilden, dann suchen die Ängstlichen... Schutz hinter Schilden, da Gewitter bald toben, in noch stillen Gefilden. Ne, meine Schnecke. Die verstecken sich jetzt draußen das Gewitter und die will sich jetzt zurückziehen. Aber was für eine Schnecke, es kann doch jede sein. Kann doch jede blöde Schnecke sein, ist genau dasselbe wie mit den Muscheln. Tritonschnecke. Cerita Meeresschnecke. Ist die einzige, die anders aussieht als die anderen. Sie haben... Das ist doch doof.
Das ist doch doof. Dass man dann immer gleich sterben muss. Echt, also. Komm. Übertreib mal nicht hier. Sie haben. Es muss auch Rätsel für Dumme geben. Das Buch. Die Eier am Himmel. Sie. Das ist. Die Antwort. Eher, wenn innen es milchig wird, Sterne sich bilden, dann suchen die Ängstlichen Schutz hinter Schilden. Da Gewitter bald toben, in noch stillen Gefilden. Ist eine Schnecke oder ist ein Schwert? Kapiere ich noch nicht ganz. Dann suchen die Ängstlichen. Das ist eine Schnecke. Ich weiß nur noch nicht welche. Voluta-Schnecke. Lantina-Schnecke. Triton-Schnecke. Hier. Sie. Sie. Reaktivieren. Ich kann. Ja. Wie? Das ist schön. Schöne Scheiße. Ich komme hier nicht weg vom Fleck. Sie. Ja, was passt denn da auch? Die Antwort hier am ja, hier dein Funke. Hoffnung, bitte. Sie. Das ist die Antwort. Vielleicht. Wenn innen es milchig wird, Sterne sich bilden, dann suchen die Ängstlichen Schutz hinter Schilden. Da Gewitter bald toben. In Milch. Das lag. Das hing ja jetzt hier auch sonst wo. Dieses Zepter. Vielleicht finden wir die Antwort hierfür jetzt ja auch nicht direkt. Bei den anderen Sachen. Vielleicht ist das jetzt auch hier irgendwie dazwischen. Hier zum Beispiel. Seeigel, SpongeBob, Koralle hatten wir schon. Seestern, Seepferdchen, Seefächer. So, pass mal auf hier. Hier könnten wir theoretisch unsere Perle, die wir noch gar nicht haben, hinlegen. Und die wäre das bestimmt gewesen für die Antwort fürs Rätsel, denke ich mir gerade. Weil hier ist nämlich ein leeres Ding, da gehört die Perle von uns hin. Ah, und wir haben sie noch nicht mal. Ja, super. Und dann holen wir uns die jetzt mal. So ein Scheiß. Kannst du mal raus hier oder müssen wir jetzt die Antwort geben? Mann. Hier, nimmst du einfach diesmal das Rapier. Ja, nimm. Ja, natürlich war es falsch. So. Laden wir jetzt wieder neu und dann gehen wir mal raus. Das wollte ich gar nicht. Spiel laden. So. Ja. Woll. Gehen wir mal raus hier. Geh raus. Ja, merkt ihr den Scheiß. So. Und jetzt holen wir uns mal unsere Perle. Geht ja gar nicht. Und dafür hätten wir die nämlich auch gebraucht, ne? Und das regt mich voll auf. Und eigentlich will ich jetzt hier gar nicht weg und den Scheiß machen, aber wir müssen ja. Was wir mal bräuchten hier ist wie im Wimmelbild eigentlich so eine Karte. Bei den Wimmelbildern gibt es das auch immer. Und dann kann man auch so von Ort zu Ort direkt springen und muss hier nicht immer so dusselig hin und her laufen. So, irgendwo hier muss doch noch unsere Muschel sein. Die habe ich immer noch nicht gefunden. Die ist bestimmt schon längst weg. Die hat schon längst jemand mitgenommen. Geklaut. Liegt die hier noch irgendwo? Ich will meine Muschel. Hallo, Muschel. Das war ein Geschenk. Und alle haben sie gefunden in dem Spiel, nur ich nicht. Ich bin so doof. Wo ist die denn? Wo ist meine Perle? Es macht ja auch Sinn, dass die hier irgendwo ist, wo damals der Nemo einfach aufgetaucht ist. Dann muss sie doch hier auch irgendwo sein. Warum finde ich die nicht? Hier beim Grab hier irgendwo. Direkt unter uns.
keine Muschel zu sehen. Das gibt's doch nicht. So, diese kleinen Dinger hier. Ich google da jetzt nach. Bis gleich. Es ist schon wieder ein Erdbeben. Schon wieder ein Erdbeben und ich habe mich schlau gemacht. Ich dachte schon... Oh, mein Mund ist ganz trocken. Dass ich hier meine Austern oder was auch immer Muscheln nicht mehr finde. Aber tatsächlich sind hier noch welche. Pass auf, wenn man hier jetzt so... Zack! Da so ganz unscheinbar und hier auch. Das glaubt man gar nicht. Da sind noch welche, die nehme ich jetzt mit. Die Schweine. Nimm die jetzt. Nimm. So, eine Riesenauster. Und noch eine normale Auster. Bestimmt ist eine von denen eine besondere. Das ist die Riesenauster. So, die mache ich jetzt mal auf mit damit. Eine Perle. Ich habe eine Perle. Die ist riesig. Vielleicht kann ich mir damit ein neues Boot kaufen. Ja, oder sie in das komische Ding stellen. Oh, ich habe endlich meine Perle bekommen. Das wird ja auch mal Zeit. So, und die andere, die kannst du jetzt aufmachen, dann bricht die bestimmt das Messer ab und dann haben wir keins mehr. Habe ich recht oder habe ich recht? Aber das ist, glaube ich, am Ende des Spiels dann auch egal. So, wo ist sie denn jetzt? Wenn ich die Austern so aufmache, breche ich bestimmt das Messer ab. Ja, jetzt hast du ja schon aufgemacht. Und das Messer ist immer noch dran. Ist also alles gut. Haben wir noch ein bisschen was vor uns hingesüffelt, eine kleine Stärkung, um weiter zu rätseln. Wir haben unsere Perle endlich. Ist das nicht toll? Oh Gott, jetzt musste ich aber schon hier ein Weilchen gucken. Ich dachte jetzt echt, die ist irgendwo am Strand oder sonst wo. Oder ist ja auch egal. Wir gehen wieder nach oben. In unser Loch. Mit unseren Rätseln. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir die Perle ja für das Rätsel. Deswegen wollte ich die halt geholt haben. Kannst du mal weitergehen? Das kann doch nicht so schwer sein. So. So. Schon sind wir wieder unten in unserem gemütlichen Heim. Den Nautilus mit einem Fehler, was ich nicht schön finde. Ich hätte mal einfach anders laden sollen. So, können wir die Perle da jetzt vielleicht reinlegen? Sie haben eine Handperle, außergewöhnlich große Perle. Tatsächlich, wieso ist die denn jetzt riesig und schwarz? Die war doch vorher voll schön und grün. Sie haben eine Wahl. Nee. Kannst du das nochmal machen? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Wie lautet die Antwort auf dieses Rätsel, Kapitän? Der hochverehrte Lehrer, des größten der Eroberer, schrieb dieses alte Werk. Ach so, wir sind hier immer noch bei dem Kram. Ja, pass auf. Das kennen wir ja schon. Das Aristoteles finden wir klasse. Ist super, lese ich auch demnächst. Das ist die Ehe, ja. Wenn ich weiß die Antworten auch immer, ohne die Fragen zu kennen. Dann suchen die Ängstlichen Schutz hinter Schilden. Da Gewitter bald toben, in noch stillen Gefilden. Ja. Halt voll die Angsthasen und so. Ich werde das jetzt mal anders machen, dass ich jetzt mal speichere. Dann müssen wir das nicht immer nochmal machen. Mit dem Laden, falls ich sterbe. Dann haben wir das schon mal weitergemacht. Die verstecken sich. Passt das denn hierzu? Wie lautet, wenn innen es milchig wird, Sterne sich bilden, dann suchen die Ängstlichen Schutz hinter Schilden. Da Gewitter bald toben, in noch stillen Gefilden. Würde ja auch zu der Perle passen. Versuchen wir es mal. Sie haben... Nö. War ja klar. Keine Zeit. Gut. Hat natürlich wieder nicht geklappt. Schade aber auch. Aber dafür haben wir ja gespeichert. Nee, ich dachte jetzt eigentlich, wieder gesagt, so an Austern, Muscheln machen zu, wenn es gewittert, so, wenn sie Angst haben, was weiß ich, so halt die Denke. Aber das scheint nicht richtig zu sein. Vielleicht dann doch eher eine Schnecke. Welche denn dann aber, weiß ich auch nicht. Ich wünsche, ich könnte noch einen Fehler machen. Dann würde ich ihn jetzt machen für die nächste Frage. Perlboot oder Nautilus?
So heißt ja auch das Schiff. Schwertfisch und Delfin. Hat er Angst bei Gewitter und milchig, wenn es milchig wird und die Sterne kommen? Weiß nicht. Libelle? Passt da hier irgendwas drin? Nee, glaube ich nicht. Es passt irgendwie nicht. Wie, wenn innen es milchig wird, Sterne sich bilden, dann suchen die Ängstlichen Schutz hinter Schilden. Da Gewitter bald toben, in noch stillen Gefilden. Ach, dann würde ich eher eine Schnecke nehmen. Ich nehme eine Schnecke. Ich weiß nur noch nicht welche. Hier nehme die. Soll ich jetzt alle Schnecken durchprobieren? Soll ich jetzt alle Schnecken durchprobieren, weil hier einfach auch null Tipp ist, irgendwie welche Schnecke? Fangen wir mal vorne an. Ich glaube, dann haben wir auch schon alle Schnecken fast. Weiß ich nicht. Es ist halt dasselbe Prinzip für mich wie mit Auster und Muschel. Ja, also langsam mache ich mir Sorgen, ob Schnecke da doch richtig ist, wenn die alle hier nicht gehen. Sind ja alle falsch. Vielleicht ist es ja doch so ein Vieh da hinten. Seeigel, Sponge, Gewitter und so, wenn es milchig wird. Seestern, Stachelhäuter, Seepferdchen. Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus, dass ich weiß, was da richtig wäre. Die suchen Schutz hinter ihren Schilden. Ich finde, da passt eine Schnecke oder sowas einfach besser. Irgendwie. Finde ich. Aber ich kann mich natürlich auch voll irren und so. Ich habe ja keine Ahnung. Ja, hör auf, mich zu verfolgen. Das sind ja alles dieselben Schnecken eigentlich. Hier haben wir zweimal eine Voluta-Meeresschnecke. Hier haben wir einmal die Lanthina oder Ienthina, Lanthina Meeresschnecke und hier haben wir die Tritonschnecke. Ich habe die doch alle schon ausprobiert. Cerita Meeresschnecke. Nimmst du die nochmal? Das war falsch. Die hatte ich auch schon. Ich meine, dass ich die auch schon hatte. Bringt ja nichts. Boah. Macht man jetzt? So, außer eine Lösung gucken wieder, was ich doof finde. Ich würde es eigentlich gerne selber rauskriegen. Ich weiß gar nicht, was diese Schalter hier bewirken. Ja. Ach so, und dann? Ich habe hier noch dieses Musikstück, ne? Vielleicht können wir damit ja was anfangen. Ist mir auch noch ein genau. Wollte ich auch noch machen. Hier. Ja. Muss ich das jetzt spielen oder muss ich das andere spielen? Oder kriege ich das jetzt hier hin? Wenn ich jetzt den Noten folge? Also das sieht jedenfalls einfacher aus als das andere. Aber irgendwie...
funktioniert irgendwie nicht so. Einfach mal hysterisch auf der Orgel herumklimpern. So. Das funktioniert nicht, aber das werde ich sicherlich noch hinbekommen. Ja, das werde ich noch hinbekommen. Oder das Rätsel. Wir haben jetzt zwei schöne Sachen hier, das Klavier und das hier. Es milchig wird, Sterne sich bilden. Dann suchen die Ängstlichen Schutz hinter Schilden. Da Gewitter bald toben, in noch stillen Gefilden. Das ist doch eine Schnecke oder so. Oder eine Auster. Oder so ein Kram. Irgendwie sowas halt. Sie. Ja. Ja, es ist deprimierend. Dass ich das nicht rauskrieg. Doch zum... Da werde ich zum Fuchs. Mensch, das gibt's doch nicht. Aber wenn ich ein Fuchs wäre, wäre ich noch viel schlauer. Weil Füchse sind ja schlau und so. Dann muss ich jetzt das Klavierrätsel schaffen. Komm, ich muss doch hier irgendwas schaffen können. Ach, du hast jetzt das nicht mal da reingetan wieder. Das. Spiel das doch einfach. Ich weiß gar nicht, was ich hier... Man muss das doch irgendwie eingeben können. Dann ist das hier alles mit 1000 Bs, so 1000 Bis und Fis und Dis und Cis und keine Ahnung. Gibt's ja gar nicht. C, D, E, F, G, A, H. C, D, E, F, G, A, H. H. H, C, D. D. Jetzt kommt ein G. C, D, E, F, G. Ach Gottchen, ja. Jetzt noch wieder zwei weiter. Jetzt kommt wieder ein D. Und es klappt aber nicht. Warum klappt das nicht? Muss ich das länger halten? E, 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 E. Oh, schön. Oh, das klingt so schön. Oh, es ist so richtig. Oh, okay. Ich krieg's nicht hin. Was soll ich sagen? Wenigstens das Rätsel hätte ich doch schaffen können, wenn es milchig wird mit den Sternen und so. Warum war es keine blöde Muschel? Nimm eine Muschel. Sie. Ja, das war's mit Mina. So endete leider das Spiel und das Let's Play. Nein, Quatsch, es geht natürlich im nächsten Part weiter mit Return to Mysterious Island und das werde ich auf jeden Fall schaffen. Bis dann.